Der deutsche Waffenhersteller Heckler & Koch hat nach Weltinformation derzeit ein Problem im Zivilgeschäft. Vereinfacht ausgedrückt gibt das Beschussamt Ulm als Waffen-TÜV einige zivile Gewehre für wichtige Märkte nicht frei. Der Waffenhersteller bestätigte auf Anfrage den Konflikt, betonte aber, dass es sich dabei nicht um ein Sicherheits- oder Qualitätsproblem handelt. Es sollen wohl keine Erinnerungen an die Diskussion um das Sturmgewehr G36 der Bundeswehr geweckt werden und dessen Präzision im heißgeschossenen Zustand. Der jetzige Streit mit dem Beschussamt Ulm dreht sich nach Angaben eines Unternehmensanwalts um wenige Hundertstel Millimeter. Der Lauf an der Mündung sei demnach enger als üblich. Die Waffen von Heckler & Koch haben einen speziell geformten Lauf. Er sei leicht konisch, was eigentlich zur Präzision der Waffe beitrage, so der Hersteller. Frühere Mitarbeiter im Beschussamt hätten zuvor in langjähriger Praxis die Abweichungen nie beanstandet, sondern akzeptiert. Inzwischen sei der Konflikt eskaliert. Nach Weltinformation wird der Streit aktuell vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen ausgetragen.